Wie lange gehe ich jetzt schon diesen Weg allein? Ich glaube, ich muss meine Geschichte mal mit euch teilen. Hab meine Seele selbst geheilt. Kein Mensch hat an meiner persönlichen Entwicklung einen Anteil oder Beitrag dazu geleistet. Hab mir alles selbst erarbeitet. Bin selbstverantwortlich für meine jetzige geistige Gesundheit. Denn ich möchte keinen verurteilen, weil ich weiß, es ist in dieser modernen Welt nicht leicht. Die Wahrheit wird verschleiert. Und genau deswegen hat mir auch kein Mensch in meinem Leben den richtigen Weg aufgezeigt. Noch einmal zum Mitschreiben. Ich hab mir alles, alles, alles selbst erarbeitet. Alles selbst. Alles selbst. Noch einmal zum Mitschreiben. Ich hab mir alles, 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 alles selbst erarbeitet. Ich bin ein Champion. Aber ein großes Danke an meine Großmutter. Sie hat immer all diese Rechnungen bezahlt. Von diesem Landtaler. Ja, das war mein Psychologe, bei dem ich des Öfteren saß, als ich depressiv war. Aber ich danke auch meiner Mama. Sie hat immer dafür gesorgt, dass ich alles hab. Sie fragt mich auch heute noch, ob ich genug warme Sachen zum Anziehen hab. Generell sind Mama und Oma einfach immer spendabel, obwohl ich niemals nach Geld frag. Mir kommt vor, auch wenn sie knapp bei Kasse wären, geben sie noch für ihre Liebsten was ab. Das ist jetzt der Part, an dem ich euch sage, dass ich euch ganz doll lieb hab. Auch dich, Papa. Weil ein Mann darf nicht immer nur verwöhnt werden. Sonst ist er irgendwann weich wie Pudding und nicht hart wie Stahl. Wir beide haben sehr viel gemeinsam. Ich weiß, wie hart du ackerst, genauso wie ich. Ein Zeichen dafür, dass in unserem Blut die gleiche DNA fließt. Und jetzt zu dir, Brudi. Ich lieb dich seit Tag 1. Ich schwör, ich bin jetzt am Weinen. Hab das fast gerade durchgestrichen, weil die Tränen fingen in diesem Moment an zu fließen. Ich weiß, ich war früher oft gemein. Aber ich hoffe sehr, dass du mir für meine Fehler damals verzeihst. Verzeih mir. Ich bin ein Champion. Champion.